Willkommen zurück zu Bulli. Wir sind hier auf dem Jahrmarkt mit einem Date mit Pinky. Wir brauchen noch zwei Tickets, die holen wir definitiv mit dem hier, weil mit denen können wir so schnell Tickets kriegen. Und nochmal, alt. So. Und sie will den Teddybären hier, nimm meine Hand wieder. Den Teddybären kriegen wir in dem Gebäude, wo, also in dem Gebäude, in dem Zelt, wo die Kleinwüchsige war, die uns darum gebeten hat, die Zwerge zu zerstören. Hallo! Geht's noch? Ja, immer diese Leute, die eifersüchtig sind, dass man hier mit mir ausgeht. Also. This was so exciting. I love when the carnival comes to town. Ich dachte eben gerade, was ist denn jetzt los? Ist schon vorbei. Ich habe den Teddybär noch gar nicht geholt. Oh, da ist. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Treppe ist. Ich dachte, man müsste so rüberspringen. Okay, dann hole ich mal den Teddybären. Ich möchte gerne den Teddybären kaufen. Hallo? Ah, da kann ich Einkauf starten. Ach so. Da kann ich Einkauf starten. Aha, Teddybären. Teufelshorn. Autoposter. Seltsamer Hut, Hose. Ah, den Scooter. Schuhe. Pure Neuheit. Ja, Daumen, ja. Es ist alles wunderschön. Was gibt's noch? Ja, ich glaube, ich entscheide mich für den Teddy. Jetzt läuft er mit so einem Riesen-Teddy herum. Und ich weiß auch gerade nicht, warum ihre Audiospur so komisch ist. Jetzt ist sie wieder normal. Komisch. Okay, jetzt geht's aber endlich mal wieder zurück. Ab nach Hause. Und es gibt eine Sperrstunde. Nein, lass mich. Du kannst mir auf dem Skateboard nicht per Fuß folgen. Ja, hallo. Ich glaube nicht, dass du aus einer Tasche einen Scooter zaubern kannst. Oder nur zu einer Bushaltestelle, dann bin ich ganz schnell wieder in der Schule, schlafe, mach Ratzepü. So geil, der Bus fährt echt um jede Uhrzeit. Und immer dann, wenn ich will. Cooler Service, sollte es hier in der Stadt auch geben. So, was jetzt richtig cool ist, weil das Zimmer verändert sich ja mit. Zum einen haben wir ja hier den Chemiekasten, wo wir halt die Sachen, die wir durch Chemieunterricht freischalten, zum Beispiel Juckpulver, Stinkbomben und so weiter, können wir da ja machen. Haben wir hier an der Wand Bilder von den Frauen, von den Mädels, die uns mögen. Ist voll cool gemacht. Guck, da haben wir jetzt auch den Teddy hier im Raum. Das sind so schöne Kleinigkeiten. An die so das Spiel denkt. Die so schon so schön mitgestaltet sind quasi. Ja, mit einem Baseballschläger andere Leute zu erprügeln, ist definitiv gegen die Schulregeln. Jo, Unterricht fängt bald an. Ich hoffe, wir haben im Schulgebäude, weil dann bin ich schon direkt dort. Danach werde ich dann, wenn die Herausforderung noch steht, dorthin gehen oder halt den Rasenmäherjob machen. Mal gucken. Das ist zumindest der Plan. Nein, lass mich. Ach, immer die Leute, die etwas von einem wollen. Oh, Chemie. Oh, da muss ich mich wieder konzentrieren. Wir waren oben, es unten. Okay, ja, ich krieg das schon. Irgendwie. Ich hoffe, ich muss keine anderen Dinge drücken. So viel dazu. Nein, verdammt! Ich habe A und D verwechselt. Okay. Jetzt aber. A ist da, D ist da, ja, okay. Ah, ich verwechsel das immer. Fascinating, isn't it? Konzentrieren. Oh Mann, wegen dem Ruckler. Okay, letzte Chance. Bitte nicht ruckeln.
Good work. You have a future in chemistry. Good job. Keep paying attention. Jetzt aber. You may have a future ahead of you, young man. Ja, wenn der PC nicht ruckelt. Oh, ich kann jetzt Juckpulver im Chemiekasten herstellen. Jo, dann ab in die Stadt. Natürlich wieder mit unserem schicken Skateboard. Das ist einfach schneller als unser Fahrrad. Dann will ich aber erstmal das Rasenmähen, glaube ich, machen. Einfach nur, um zu zeigen, wie das so funktioniert. Die Jobs, die werde ich dann auch nicht mehr in der Aufnahme selber machen, außer ihr wollt es gerne mitsehen, wie ich mich da anstelle und so. Aber ich finde, es reicht, wenn man das einmal gesehen hat, was man machen muss, wie das funktioniert. Das ist beim Zeitungsjungen halt, der hat einfach die Seiten gewechselt. Das ist beim Zeitungsjungen halt einfach von ganz alleine die Briefkästen anvisiert und so. Nein, ich will dir nicht helfen. Wie oft denn noch? Ich fahr voll komisch hier durch. Voll umständlich. Stimmt, da kann ich auch mein Fahrrad kriegen. Lauf ich mal zu Fuß weiter. Leider kann man ja Treppen mit einem Skateboard nicht hochfahren. Oh! Da ist noch was? Juckpulver? Nein, Feuerwerkskörper, cool. Verdammt, aber ich dachte, ich könnte hier lang. Oh, da war ein Gummiband. Sachen gibt's. Ja, Zeitungsjungen-Job könnte ich auch machen. Und jetzt ist schon wieder der Unterricht. Oh Mann. Okay, dann doch zum Unterricht. Nein, ich schwänze. Ich bin jetzt so kurz davor, hier bei dem zu sein. Und da habe ich jetzt keine Lust, wieder zurückzufahren, nur um am Unterricht teilzunehmen. Der Unterricht läuft dann ja nicht weg. Upp. Ich muss hier hoch. Ja, ich weiß. Schwänze, bla bla bla. So. Da. Rasenmähen, Teil 1. Wir setzen uns dabei auf den Rasenmäher. Und fahren einfach herum. Oh. Upsa. Wenn ich natürlich Rosen zerstöre, wird mir das entsprechend abgezogen. Am Anfang braucht man noch nicht so ganz genau sein. Später ist das anders. Da wollen die dann auch gerne mal. Also 100%, glaube ich, wollten sie noch nie haben. Nee, ich glaube wirklich. Nee, 100% war, glaube ich, noch nie dabei. So, Job ist erledigt. Kann ich also beenden. Und kriege mein Geld dafür. So einfach ist das Rasenmähen. Das steigert sich halt immer mit so und so 4% schaffen oder der und der an dem und dem Ort und so. So das Einzige, was sich dann da verändert. So, jetzt kann ich noch zur Schule. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Schnell mit dem Bus hin. Da ist die Haltestelle. Oh Gott, ich stand auf der Straße. Der hat mich eiskalt überfahren. Oder? Nein, ich lebe noch. Okay, gut. Zum Glück scheint es im Hauptgebäude zu sein. Mach bitte kein Englisch. Ich habe so den Verdacht jetzt, dass Englisch kommt. Aber gut, oder Kunst könnte auch kommen. Unten an der Ecke. Nein, das ist Englisch. Nein. Oh, jetzt muss ich wieder kreativ sein, was Namen was Wörter angeht. Solange man natürlich eine bestimmte Sache nicht absolviert hat, kommt man halt nicht weiter, ne? Also das heißt dann, wenn wieder der Englischunterricht. Also sagen wir jetzt mal, das, was ich jetzt hier habe, schaffe ich nicht. Dann ist im nächsten Englischunterricht nicht die dritte Stufe, sondern weiterhin
diese Stufe, bis ich sie geschafft habe. Also das kommt dann so oft wieder. Gier. Good one. Sie. Oh. That's right. Er. We don't count words. Ach so. That short. Okay, ja. Reis? Well done. Kreis? Also hier ein alter Mann, ne? Good show. Eis. Keep it up. Sieg. Oh. Wie macht man zurück? Zurück. Shift. Sieg und Siege. Good one. Und Sieger. Good one. Haha. Reis habe ich, ne? Ja. Reise? Upsa. Nein. Good one. Sega. Das wird für nix, das wird nix. Sieger hab ich, Sieg hab ich, hab Reise, ich hab. Das wird bestimmt nicht gehen. Upsa. Nein, dachte ich mir schon. Riese! Riese geht aber noch. Good one. Das reicht aber noch nicht. Ei. Oh. Eier. Good one. Geier. Good one. Oh, ich habe auf jeden Fall bestanden. Yay. Oh mein Gott, es fehlen noch voll viele mit 3. Guess, guys. Hä? Was gibt's denn noch mit 3 Buchstaben? Ese, Gese, Ege, Eige, Reige. Ist egal. Du kannst jetzt durch Schubsen besser provozieren. Ich will aber nicht schubsen. I hate this. Now I have to hit you. Get out of my way. Can you pick on someone else? Und möchte gern Bullies wirst du los, indem du sie schubst. Glad that's gone. Ja, das ist mir aber vollkommen wurscht. So, an der Stelle, weil jetzt uns nicht mehr viel Zeit bleibt, werde ich jetzt einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Preps-Herausforderung. So, und da sind wir auch schon wieder da, wo die Herausforderung stattfindet. Und zwar geht es hierbei um Boxen. Die Herausforderung ist aber dort hinten. Genau. Ich hoffe, dass das funktioniert noch. Maybe I can use this to my advantage. Wie kämpft man nochmal? Irgendwas mit Shift links war das auf jeden Fall. I can do so much better, you know. Ich bin voll cool ausgewichen, ja. Yeah. Warum? Weil ich das kann. Ich kann ausweichen. Ich hab noch kaum Schaden gekriegt. Gar keinen, oder? Obwohl er mich trifft. Oder ein bisschen. So, er ist auf jeden Fall K.O. I
Ah. Die Zeit ist um, aber ich habe doch eigentlich... Oh, immer noch nicht. Okay. Ah, eigentlich hätte ich schon geschafft, aber... Los. Jetzt, ich will den wieder niedrig haben. Niedrig! Oh. Ha! Jetzt hat's geklappt mit dem gedrückt halten. Uhu, uhu, ich hab gewonnen. Oh nein, es geht ja noch weiter. Das schaffe ich auch noch. Justin. Nein, bei dem Namen muss er verprügelt werden hier. Nichts gegen die Justins auf der Welt. Einfach aus Prinzip. Jetzt hör auf, dich zu verteidigen. Hör auf, dich zu verteidigen. Nein, ich bin schon im gelben Bereich. Er kriegt schon. Was ich auch cool finde, ist, dass während des Kämpfens diejenigen dann so blaue Flecken kriegen und alles. Nein, die Zeit ist rum. Der hatte doch noch voll wenig Leben. Nein, können wir nicht. Wir können nicht einfach nur Freunde sein. Er ist nicht mit mehr Händchen halten durch die Stadt gelaufen. Das nehme ich ihm jetzt übel. So, der nächste K.O. Yay, yay. Und gibt's noch einen Kampf? Ich glaube ja. Ja, gibt es. Wir wollen ja hier Champion werden, ne? Parker. So, ja, komm. Das schaffe ich. Noch geht's. Noch geht's. Noch hat er nicht großartig geblockt, ausgewichen. Naja, relativ. Aber er hat noch nicht zugeschlagen. Jetzt hat er mal zugeschlagen, okay. Ja, ich krieg ja auch kaum Schläge ab. Da ist das kein Wunder, dass ich noch stehe. Die Leute und ihre Kommentare sind echt mal. Und wieder habe ich gewonnen. Alright, I won. Give me my prize. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Auf wenigstens etwas. Jetzt habe ich einen zweiten Unterschlupf, wo ich speichern kann, wo ich schlafen kann. Neues Outfit. Ja, ich bin zufrieden. Da werde ich auch jetzt direkt hingehen. Soll ich nur gucken? Ach gut, ist genau das Richtige. Genau die richtige Richtung. Weil nämlich dort werde ich jetzt speichern. Der Part ist nämlich jetzt hier zu Ende. Und ich laufe mal hier kreuz und quer durch, bis wir dort sind. Und dann zeige ich euch im nächsten Part das Strandhaus. Und ja, dann sehen wir uns. Bis dahin dann, tschüss, eure Tai.